Es ist ein herrliches Instrument. Älter als die Anstalt selbst. Sie wurde von Charles Connelly aus Deutschland importiert. Ein Mitmusiker? Wie entzückend! Leider wird die Orgel gerade repariert. Willkommen! Anscheinend waren alle anderen, die ich getroffen habe, Insassen. Ich schätze, mir ist diese wunderbare alte Orgel einfach ans Herz gewachsen. Und natürlich kann ich nicht ausgerechnet heute fehlen. Was ist denn heute so Besonderes? Der 23. April ist der Tag des St. Georg. Außerdem ist es der Geburtstag von Shakespeare. Es ist also ein wirklich wichtiger Tag für England. Und natürlich ist dann ja auch noch morgen. Was passiert dann? Der Grund ist Ihr Geburtstag, Oliver. Der Tag von St. Markus. Wussten Sie, dass Kinder, die an diesem Tag zur Welt kommen, Erscheinungen haben und mit Geistern sprechen können? Ich schätze, Sie sind der lebende Beweis. Ich glaube nicht an übersinnliche Kräfte. Wenn ich Glück habe, dann ist alles nur ein Traum. Wenn nicht, dann leide ich unter einer Art chronischer Halluzination. Es erstaunt mich jedes Mal, was die Menschen alles tun, nur um ihre Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Aber gut, Oliver, glauben Sie, was Sie wollen. Ich glaube nicht, dass diese Säulen tragend sind, aber ich würde es lieber nicht ausprobieren. Das ist Johanna von Orléans. Verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Ziemlich verrückt. Sie sagte, sie würde Stimmen hören. Das ist St. Crispinus. Sie haben Nägel unter seine Fingernägel getrieben, haben ihm streifenweise die Haut vom Rücken abgezogen und dann haben sie ihn in einen Trog mit kochendem Blei geworfen. Das ist St. Adrian von Nikodemia. Er war ein römischer Soldat, der wegen seines Glaubens ins Gefängnis geworfen wurde. Sie haben ihm die Beine mit einem Amboss zertrümmert und die Arme mit einer Axt abgeschlagen. Er ist der Schutzpatron der Gefängniswärter. Sankt Christophorus. Sie haben ihn mit einem Eisenstab verprügelt, dann haben sie ihm einen glühenden Helm aufgesetzt und geköpft. Er ist der Schutzpatron der Pilger, Reisenden, Schiffer und Kraftfahrer. Ich glaube nicht. Das ist eine Kopie eines Gemäldes von St. Georg. Das ist zusammengeschweißt. Ich fürchte, nein, alter Mann. Das wiegt mehrere hundert Kilo. Sankt Sebastian, Schutzpatron der schwachen und kranken Kinder. Sie haben ihn an einen Baum gebunden und mit Hunderten von Pfeilen beschossen. Als ihn das noch nicht tötete, prügelten sie ihn zu Tode und versenkten seine Leiche in der Kloake Roms. Wunderschön, nicht wahr? Das Glas wurde aus Frankreich importiert.
Sankt Agatha! Sie haben ihr die Brüste abgeschnitten und dann haben sie sie nackt in glühenden Kohlen und Glassplittern gewälzt. Das ist St. Vinzenz. Sie haben ihn mit Haken und Zangen aufgespießt und anschließend auf einem Gitter geröstet. Du bist zurück, wie du es versprochen hast. Spielen wir weiter, ich sehe was, was du nicht siehst. Gehen wir. Klasse. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Mein Diplom von der Sorbonne. Genau. Spielen wir weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das fängt mit Biene an. Ich habe angefangen, einen Tunnel zu graben, Papa. Ich grabe mir einen Weg nach draußen. Das haben sie im Fernsehen auch gemacht. Vorsicht, Josh. Tu dir nicht weh. Okay, Papa. Hey, Josh, ich brauche Hilfe bei einer Art Rätsel. Worum geht's? Was ist etwas, das mit Biene beginnt? Weißt du, wie in dem Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Mal schauen. Bienen machen Summen. Wie wär's mit Summer? Oder vielleicht Sumpf? Danke, Josh. Du hast mir sehr geholfen. Ich habe protokolliert, wie oft ich das Gerät jeden Tag verwendet habe. Ich wollte nicht zu viel Strahlung abbekommen. Super! Früher hatte ich vor allen Tieren Angst, wie der ängstliche Löwe in der Zauberer von Oz. Aber dann habe ich mir gedacht, ich tue einfach so, als wäre ich aus Metall. Wie der Blechmann. Außer, dass ich nicht mochte, dass er hohl war. So wie die Ritterrüstung in der Kapelle. Die Rüstung ist hohl? Ja. Wir haben früher immer das Visier aufgemacht und Zeug reingeschmissen. Dann haben sie es zugeschweißt. Das gehörte meinem Vater. Das einzig Gute, was ich je von ihm bekommen habe. Ja? Oh ja, besonders die roten Schuhe. Warum hast du keine Angst? Ich tue einfach so, als wäre ich aus Metall, wie der Blechmann. Wenn mich dann ein Tier beißt, dann tut's nicht weh. Ich denke, das ist scharfer Verstand. Und die Operationen tun mir immer noch weh. Dr. Madcalf ist aber nicht wie ein Tier, das mir wehtun will. Er will mir helfen, also ist es was anderes. Magst du ihn am liebsten? Nee, Vogelscheuche. Der Blechmann klingt so hohl. Das macht mir Angst. Wie der Ritter in der Kapelle. Du meinst, dort ist gar nichts drin? Klar. Wir haben immer das Visier aufgemacht und jede Menge Zeug reingeworfen. Dann hat Mr. Morgan gesagt, wir dürfen das nicht mehr. Ich mag seine Gummibeine.
Ich glaube, Dorothy hat ihn auch gemocht. Weißt du noch am Ende, als sie sagt, nichts wird mir so fehlen wie du? Das habe ich zu meiner Mama gesagt, als sie mich hergebracht haben. Darum will ich meine Puppe so gern wiederhaben. Sie erinnert mich an sie. Abgeschlossen. Vor langer Zeit habe ich zum Spaß einen Schlüssel weggeworfen. Aber Dr. Madcalf macht einfach mit einem seiner Werkzeuge auf. Das ist die Melodie, die Dr. Madcalf immer pfeift, wenn er die Tür aufmacht. Was tun Sie? Lassen Sie das! Es ist etwas da drin, das ich brauche. So was? Ihre Säge ist glatt in zwei Teile zerbrochen. Diese Riemen halten die Arme und die Brustplatte mit der Rüstung zusammen. Diese Riemen halten die Arme und die Brustplatte mit der... Ich fürchte, das ist zusammengeschweißt. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder wird, wie es war. Diese Riemen halten die Arme und die Brustplatte mit der Rüstung zusammen. Das ist die Puppe, die ich gesucht habe. Meinen Segen haben Sie!
Das Problem mit den Speeren ist, dass man nie weiß, woher der Nächste kommt. Gute Idee. Du solltest dich wohl beeilen. Ausgezeichnet, Oliver. Gut gemacht. Meine letzte Ruhestätte. Das wird sie jedenfalls sein, sobald die Arbeit heute Abend erledigt ist. Das ist der alte Seamus. Ich glaube, du hast ihn oben getroffen. Das Schild ist für Nick Brennan. Ich wollte herausfinden, ob die Borlenpest seine Alzheimer besiegen würde. Sie tat es nicht. Ach, Jane. Sie war zu empfindlich für diesen Ort und wollte immer nach Hause. Sie starb, als ein Pfleger sie in der Hitzekammer einsperrte, dann Kaffeepause machte und sie vergaß. Jack Kramer, ein harter Brocken. Er starb, als sich 5 Pfleger auf ihn stürzten und im Elektroschockstuhl fesselten. Dann drehten sie das Gerät 5 Minuten lang voll auf. Ich musste sie streng zurechtweisen. Das ist dein alter Freund Seamus. Du weißt, dass er hier Patient war, oder? Lavinia Willoughby. Eines Tages glaubte sie, dass Queen Elizabeth sie umbringen wollte, also erhängte sie sich vorher. Das ist eine Gedenktafel für deinen kleinen Freund aus der Chirurgie. Seine Eltern denken, er ist hier beerdigt. Aber wir wissen es besser, nicht wahr? Sie sind für den Fortschritt der Wissenschaft gestorben. Experimente mit Menschen sind eine Schande. Wir haben nicht mit ihnen experimentiert. Wir haben versucht, sie zu heilen. Du verstehst einfach nicht, was Wissenschaft ist. Neue Dinge muss man ausprobieren, um zu sehen, ob sie funktionieren. Sonst gibt es keinen Fortschritt. Du hast sie getötet. Manchmal müssen Menschen sterben, damit andere leben können. Diese Patienten hatten Pech. Das ist Marilyn Wilson. Sie hat sich mit dem blöden Feuerzeug selbst angezündet. Merle Martin. Oder vielleicht kennst du sie als Lorena. Sie starb während einer Operation, nachdem sie ihr Medaillon verschluckt hatte. Glückwunsch. Du wirst einen weiteren Tag kämpfen. Merle Martin. Oder vielleicht kennst du sie als Lorena. Sie starb während einer Operation, nachdem sie ihr Medaillon verschluckt hatte. Es schließt sich hinter einem jedes Mal, wenn man hindurchgeht. Diesen Schlüssel habe ich extra für dich versteckt. Aber ich kann dir einen Tipp geben, wo du ihn findest. Rätsel haben dir immer Spaß gemacht. Wie wär's mit diesem? Im Büro, kurz gefasst, gab es Schlüssel ein und aus. Doch du findest den, der passt, wo der Schnupfen ist zu Haus.
Meine Puppe, danke. Können wir noch einmal Ich sehe was, was du nicht siehst spielen? Nur noch einmal. Bitte, bitte, bitte. Aber nur einmal. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist etwas, das man nicht mit Worten ausdrücken kann. Die großen Gallionen brachten Rosen und Zitronen. Oder waren es Orangen? Du hast es rausgekriegt. Kapierst du's? Ich liebe den Witz. Jedenfalls hast du gewonnen. Ich denke, wir haben beide gewonnen. Du bist witzig. Danke fürs Mitspielen. Dr. Merzkelf spielt nie mit mir. Er redet mich nicht mal mit meinem Namen an. Er nennt mich immer nur 125. Das ist seltsam. Er sagt, es ist ein Code. Er hat ihn aus meinem Spitznamen gemacht. Wie heißt du wirklich? Abraham Wagner. Deshalb hat mich meine Mama Abby genannt statt Abe. Wirst du niemals wütend auf Dr. Metcalf? Warum? Er tut alles, was er kann. Meine Mama hat gesagt, das ist alles, was man von jemandem erwarten kann. Dass er tut, was er kann. Also versuche ich das auch. Dr. Metcalf ist der Einzige, der weiß, wie es geht. Er lässt nie jemand anderen die Knöpfe drücken. Nein, nein, Oliver. Raten bringt nichts. Du hast noch nicht genug Informationen, um die Kombination zu wissen. Nein, nein, Oliver. Raten bringt nichts. Du hast noch nicht genug Informationen, um die Kombination zu wissen. Geh da nicht runter. Da passieren schlimme Sachen. Da, 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 da. Da ist ein Dr. Metcalf immer, wenn er diese Tür aufmacht. Das ist die Melodie, die Dr. Metcalf immer pfeift, wenn er diese Tür aufmacht. Das erste Modell meines Beatmungsgeräts überhitzte sich immer. Nachdem ich Gitter zur Belüftung eingebaut hatte, war das Problem behoben. Dort haben wir den Abfall hingebracht. Das ist leer, glaub mir. Wenn es nicht so wäre, würdest du es riechen. Auf diesem Tisch habe ich einige meiner besten Operationen durchgeführt. IV-Flaschen. Sie sind wahrscheinlich mittlerweile sauer geworden. Auf diesem Tisch habe ich einige meiner besten Operationen durchgeführt. Sauber machen war immer der lästigste Teil einer Operation. Normale Haushaltsseife. Lass dir nicht weismachen, es gäbe spezielle antibakterielle Sorten. Seife ist Seife. Vergiss es, Oliver. Eines Tages wird dieser Ort vielleicht wieder von einem echten Chirurgen gebraucht.
Sie sind im englisch-gotischen Stil gehalten, wurden aber speziell für diesen Raum angefertigt. Das ist immer ein guter Gedanke, aber man muss nicht in einer Kapelle sein, um zum Herrn zu sprechen. Sie dürfen gerne bleiben, doch Sie scheinen etwas in Eile zu sein. Sie hatten einen Kaplan, der tatsächlich hier im Haus lebte und die Gottesdienste hielt. Ich spielte nur die Orgel. Ein Mitmusiker? Wie entzückend! Leider wird die Orgel gerade repariert. Willkommen! Gibt es dort Treppen? Nicht auf diesem Weg, fürchte ich. Für Ihre Reise gibt es keine Rückfahrkarte. Was ist damit passiert? Sie sagten, Sie würden sich das alles nur einbilden. Aber sollten Sie sich diese Frage nicht selbst stellen? Das ist Bachs Fantasie in drei Sätzen in F-Moll. Das sollten Sie mal auf einer wirklich großen Kirchenorgel hören. Dieser Bach wusste wirklich, wie man komponiert. Kein Wunder, dass Dr. Metcalf ihn so verehrte. Das sind die Noten zu meinem Konzert für zwei Klarinetten. Es wurde in der Carnegie Hall von Jamie Scott und Victor Navone aufgeführt. Das sind die Noten zu meinem Konzert für zwei Klarinetten. Es wurde in der Carnegie Hall von Jamie Scott und Victor Navone aufgeführt.
Dr. Mertkelf ist der Einzige, der weiß, wie es geht. Er lässt nie jemand anderen die Knöpfe drücken.